presto da lontaggi, con piramide di cuore, e copie delle cimici, ma senti l'istruttore, i cui certificati autentici volanti, potranno leggere a ciascheno il farò. Ja, der Dottore Dulcamara ist sozusagen ein reisender Kaufmann, der einen Karren hat, in dem er so manches versteckt hat und von Dorf zu Dorf fährt, seine Waren anpreist und versucht an den Mann zu bringen. Ein Schlauberger, ein Quacksalber, ein Schwätzer, ein Versicherungsmakler, mit allen Wassern gewaschen. Es ist so ein richtiges Verkaufsgespräch, wie so eine Werbeverkaufsveranstaltung. Er redet viel dummes Zeug und wickelt die Leute um seinen Finger in der Hoffnung, dass sie ihm nachher alle eine Matratze abkaufen. Es gibt einen Teil, wo es um den Preis geht. Das ist so typisch. Er sagt, ja, ich habe etwas ganz Tolles und was würden Sie bezahlen? Und dann sagt er, 100 Lire, nein, nicht 100 Lire, 30 Lire, nein, keine 30, 20 vielleicht, nein, auch keine 20. Und dann am Schluss sagt er, einen Scudo und es gehört Ihnen.